Anstoß zum Supercup zum ersten Mal mit deutscher Beteiligung. Der FC Bayern in seiner Standardbesetzung, so wie bei der Punkteteilung zuletzt in Gelsenkirchen beim 2:2 am Samstag gegen den FC Schalke. Die Bank des FC Bayern ruht noch in Reserve. Er hatte ein erstes Testspiel am Sonntag, das jedoch nicht ganz positiv endete. Slobodja. Mann war das, der rechte Verteidiger, jedenfalls von der Nummer her, Trainer Detmar Kramer und Mannschaftsmanager Robert Schwan. Klaus Wunder am linken Flügel. Bitte stören Sie sich nicht an den Rückennummern im Verlauf des Spiels. Die Rückennummern sind nicht nach taktischen Gesichtspunkten vergeben worden beim FC Bayern, sondern der Tradition entsprechend. Und aus traditionellen Gründen hat Klaus Wunder die 7. Fomenko, der Libero. Rudakov, der Nationaltorwart der Sowjetunion, von der Statur, vom Athletischen und auch vom Stoischen her, wie man sagt, ein würdiger Nachfolger von Yashin, der einmal Europas bester Torwart gewesen ist. Wie zu erwarten, Taktik der Sowjets, vorsichtig spielen. Zum ersten Mal Beckenbauer mit über die Mittellinie. Und der Weltklasse-Mann am Ball, Oleg Blochin, gegen Schwarzenbeck. Erster Eckball im Spiel, erzielt durch Oleg Blochin, den Linksaußen, der aber nicht ausschließlich am linken Flügel zu finden sein wird. Er hat die Rolle der Sturmspitze, er ist der einzige Spieler, der allein angreifende Aufgaben hier versehen wird. Buriak. Die Bank der Sowjets, Wassili Lubanowski, der Vereinstrainer und Nationaltrainer hier im Vordergrund. Er ist erst 37 Jahre alt, seit Anfang des Jahres Nationaltrainer. Er wäre in der Bundesliga der jüngste Trainer. Gerd Müller. Konkov gegen Kapellmann. Sehr schön lang gespielt. Die Bayern werden es hier vermutlich mit Tempowechseln versuchen. Reservisten Robel vom FC Bayern fürs Tor, Roth eventuell in der zweiten Halbzeit, je nachdem wie es läuft, Torstensen, Schuster und Seneca.
Slobodjan. Er ist überraschend anstelle von Muntian, dem Spielmacher, in die Mannschaft gekommen. Klaus Wunder. Solo Wunder. Am rechten Flügel. Deckenbauer mit. Missratener Doppelpass von Rainer Zobel. Das ist gefährlich, denn das lädt die Sowjets zu ihrer Spezialität ein, zu kontern. Aber Schwarzenbeck souverän in dieser Phase gegen den Weltklassemann Blochin. Buryak. Kapitän Kolotow. Dürnberger sehr weit vorgezogen im Mittelfeld. Das ist nicht seine Stärke, dort zu spielen. Mal abwarten. Abgefälscht. Pellmann. Sehr schön angeboten hatte sich auch Rummenigge am rechten Flügel. Der Rechtsaußen trägt die Rücke Nummer 10. Normalerweise die Nummer von Uli Hoeneß, für den er in die Mannschaft gekommen ist. Darum auch diese Nummer. Sepp Weiß, Nummer 6. Er soll heute gegen Buryak spielen. Er hat ja Bremner ausgeschaltet im Europacup-Endspiel gegen Leeds. Das ist eine Spezialität von ihm. Alle Sowjets vor dem eigenen Strafraum. Dürrenberger. Beckenbauer. Und wieder Kontergefahr. Der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen. Konkopf. Sehr geschickt gemacht von Georg Schwarzenbeck gegen Blochin. Die Routine des Weltmeisters. Schon sind alle Dynamo-Spieler wieder in der eigenen Hälfte. Es wird das Problem der Bayern sein, die gegnerische Abwehr, die massierte Abwehr auseinanderzuziehen. Müller. Wunder. Nein, es war Kapellmann. Und Kontergefahr. Dass Klaus Wunder nicht ganz aufgepasst hatte auf diesen herrlichen Steilpass von Beckenbauer. Durch solche Tempowechsel kann man nämlich die Sowjets eventuell packen.
Dynamo Kiew von der Spielanlage her die einzige Mannschaft der Sowjetunion mit westeuropäischem Zuschnitt. Das wird in diesen ersten 10 Minuten des FIFA-Cup-Spiels bereits deutlich. Beckenbauer sehr offensiv. Weg, Kapellmann, Müller. Detmar Kramer, heute Morgen hat er die taktische Spielanlage gebüffelt mit seiner Mannschaft. Fehlpass. Er versteckt sich sehr weit hinten, um dann steil gehen zu können. Festgehalten wurde er. Freistoß für den FC Bayern durch Klaus Wunder. Mit List und Tücke angeschnitten, aber Sepp Maier ist ja ein aufmerksamer Torwart. Ein Freistoß für den FC Bayern. Schiedsrichter Gonella ausgezeichnet. Er sieht, wenn sowjetische Abwehrspieler unerlaubt den Arm gegen den Gegner zu Hilfe nehmen und drücken. Schnell, hervorragend technisch. Sofort entfaltet sich die Mannschaft von Dynamo. Der Trainer.
vorne links, sehr angespannt. Er kann bisher zufrieden sein. Weg. Vorteil. Der italienische Schiedsrichter gefällt mir bisher sehr. Rummenigge. Das ist das große Abtasten in den ersten 15 bis 20 Minuten beim Supercup-Spiel zwischen dem FC Bayern München, dem Europapokalsieger, der Landesmeister, und Dynamo Kiew, dem Europacup-Sieger, der Pokalmeister. Ecke für den FC Bayern. Horstmann war das. Udo Horstmann, der rechte Verteidiger. Die Sturmspitze am eigenen Strafraum. Fehlpass. Müller hat es sehr schwer, sich gegen Reschko zu lösen. Reschko kennt ihn aus drei Länderspielen. Rummenigge. Leider sein Abschluss bei allen guten Ansätzen noch etwas zu unkonzentriert. Aber das bringt Schwung ins Spiel des FC Bayern. In der Offensive hervorragend an die sowjetischen Spieler. Glück gehabt für den FC Bayern, denn da ist ganz klar gesperrt worden. Einwurf Troschki. Ecke. Auf der Linie, es war vor dem Tor. Rainer Zobel verhindert das 1:0 für Dynamo Kiew. Hier die Wiederholung. Sepp Maier kommt nicht an den angeschnittenen Ball und Rainer Zobel vor der Linie, jawohl, deutlich vor der Linie. Der Ball muss die Torlinie ja in seinem vollen Umfang überschritten haben. Sehr viel Glück nach 20 Minuten im Supercup-Spiel für den FC Bayern. Andererseits die Andeutung, wie gefährlich der FC Sowjetunion, wie Dynamo Kiew auch genannt wird, sein kann.
Diese Mannschaft ist ja identisch zur sowjetischen Nationalmannschaft, mit der sowjetischen Nationalmannschaft. Die Bayern müssen Ruhe in ihr Spiel bringen. Sie müssen den Durchbruch durch den gegnerischen Abwehrblock vorbereiten. Hast bringt keinen Erfolg. Das haben diese ersten Minuten gezeigt. Dürrenberger. Gegen Rainer Zobel. Blochin hatte seinen Bewacher Schwarzenbeck versucht, vom Ball zu drücken. Schiedsrichter Bonella, Italien, mit allen Feinheiten des Fußballs offenbar vertraut. Dürrenberger in der vorgeschobenen Position im Mittelfeld. Er kommt dort nicht so zurecht bisher, als wenn er als linker Verteidiger von hinten marschieren kann. Achtung! Auch in dieser Phase ist die Spielweise von Dynamo Kiew ganz deutlich geworden. Der plötzliche Gegenstoß. Einer ist immer da. Der Rasen hier im Olympiastadion ist leicht feucht, die Abendfeuchtigkeit und damit besonders rutschig. Wer hat sich da verletzt? Das ist Kolotow. Ausgehend von Torwart Rudakov spielen die Sowjets ihren Rhythmus. Gegen Weiß, dann gegen Kapellmann. Freistoß für Kapellmann, der man der Unruhe stiften soll vor dem Strafraum. Müller löst sich. Die beiden haben ein gutes kameradschaftliches Verhältnis. Sie haben sich in drei Länderspielen gegenübergestanden. Gerd Müller hat Rudakov bisher 6-mal bezwungen. Wieder kommt er vom Hinterhalt, Blochin. Überall zu finden, nie stur vorne anspielbar.
Er versteckt sich sozusagen. Rainer Zobel. Schüsse aus der zweiten Reihe wie von Jupp Kapellmann beleben dieses Supercup-Spiel, in dem bisher sehr gepokert worden ist. Zufrieden sind die beiden Herren noch nicht. Dynamo immer noch nur mit 10 Spielern. Kapitän Kolotow wird weiterhin am Rande des Spielfeldes behandelt. Letzten Mannschaftskapitän aus Kiew. Er scheint aber weiterspielen zu können. Die Schuhe werden angezogen. Da hat Horstmann die Hand zu Hilfe genommen. Freistoß für die Mannschaft von Lubanowski, dem Trainer. Schon 33 Jahre alt, international sehr erfahren. Dürrenberger. Sehr schön hat Schwarzenbeck den Weg abgeschnitten. Bisher kommt er im Zweikampf gegen den Weltklasse Linksaußen gut zurecht. Doppelpass Beckenbauer. Wieder auf Müller. Das war kein Foul. Blochin. Und der Kapitän kommt wieder ins Spiel. Immer noch Blochin. Die Bayern scheinen sich auf das steile Spiel von Dynamo eingestellt zu haben. 30 Minuten 0:0. Sollte es Ihnen noch langweilig sein zu Hause, meine Damen und Herren, hier im Stadion herrscht Spannung. Bitte verfolgen Sie einmal, welche Probleme sich dem FC Bayern stellen, um durch diese Abwehr durchzukommen. Wunder. Was passiert jetzt? Slobodjan. Da häufen sich natürlich die Abspielfehler, wenn man schnell macht.
Kiew gehört zu den Mannschaften, die schussstark sind. Schusskraft hat man zuletzt ja bei sowjetischen Mannschaften, in deren Misere in den vergangenen Jahren oft vermisst. Dynamo ist die große Ausnahme in der Sowjetunion. Die Mannschaft mit den absolut meisten Toren. Eckball durch den Spezialisten, durch Goriak. Dritte Ecke für Kiew, eine gegen Bayern bisher. Vierte Ecke. 4:1 Ecken. Und wieder kommt der Spezialist Goriak. Schön, der Nachschuss von Horstmann. Der kämpfende Kapitän Franz Beckenbauer. Heute Morgen war es noch fraglich, ob er spielen kann. Er hat ja seit Wochen eine Reizung an der Achillessehne. Er ist hier ermahnt worden, er hat angeblich den Fuß hineingehalten. Damin, der rechte Verteidiger mit der Rückennummer 7. Die Rückennummern spielen heute Abend für die Position beider Mannschaften kaum eine Rolle. Foul von Kolotow an Rainer Zobel. Es wird sehr fair, aber auch sehr hart gespielt. Fünf Abwehrspieler um ihn versammelt. Dürrenberger, er beherrscht den Schuss aus der zweiten Reihe. Normalerweise linker Verteidiger, heute in einer taktischen Rolle im Mittelfeld. Immerhin fehlt dem FC Bayern ja ein Uli Hoeneß, der morgen früh wiederum am Meniskus operiert werden wird. Dynamo weicht keinen Millimeter vom Konzept ab. Ja.
geht er ab. Zu weit vorgelegt. Ausgesprochene Sprinter in der Mannschaft aus Kiew. Bayern stellt sich hier das Problem bei, wie bei manchem Bundesligaspiel auch, der Gegner steht in der Defensive. Dieser Gegner aber bereitet seine Angriffe aus einer solchen Defensive besonders geschickt und besonders schnell vor. Darum ist es ein so schwieriges Spiel heute Abend. Es gibt kein Durchkommen, wenn die Soli noch so geschickt angesetzt sind. Rechtsaußen Rummenigge gefällt mir besonders gut durch seine Schnelligkeit, durch seine Sprungkraft. Er bringt sehr viel Athletik ins Spiel. Rummenigge. Kramer wird Ruhe bewahren müssen. Seine Mannschaft muss in aller Ruhe aufbauen. Wieder Rummenigge. Gegen zwei, gegen drei. Beckenbauer, Dürrenberger. Das Spiel wird sich erst ändern, wenn hier dem FC Bayern ein Tor glücken sollte. Vorher bleibt es interessant zu beobachten, wie die Bayern den Weg finden zum gegnerischen Tor. Mit Beckenbauer. Klaus Wunder. Für Dynamo. Nein, Entschuldigung, natürlich für den FC Bayern, für Klaus Wunder. Rainer Zobel, sehr kopfballstark. Er hat ja einige Tore erzielt in der Bundesliga zuletzt. In Schalke kam er so zum Ausgleich. Und hier wird weiter verzögert. Sehr offensiv. Wunderbarer Direktschuss. Noch einmal Beckenbauers Lupfer und Rainer Zobel. Der Ball schien mir vom Torwart berührt zu sein, es hätte also eine Ecke geben müssen. Kapellmann. Es wird weitergespielt.
4 gegen 4. Aber Zobel ist zurück, damit wieder numerische Überlegenheit der Bayern in ihrer eigenen Hälfte. Die Mannschaft um Kapitän Beckenbauer hat bisher ein ausgezeichnetes Kampfspiel gezeigt. Meter zum Tor des FC Bayern. Lochin wird schießen, der Rekordschütze. Nein, Burjak legt sich den Ball zurecht, der Eckenspezialist. Burjak. Lochin. Gerd Müller hat prima aufgepasst. Wenn er von hinten rauskommt, läuft es besser für ihn. Da war er mit dabei, Oleg Blochin, der erfolgreichste Torschütze der Sowjetunion. Nach den ersten 45 Minuten, eines ist sicher, meine Damen und Herren, der FC Bayern hat heute Abend einen absolut erstklassigen, internationalen, erfahrenen Gegner gegen sich. Ich bin gespannt, ob Kapitän Beckenbauer und seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit noch offensiver werden, ob sie noch mehr riskieren gegen diesen Konterspezialisten aus Kiew. Zunächst aber einmal aus dem Olympiastadion in München zurück direkt in unsere Heute-Redaktion. Im Olympiastadion zu München im ersten Supercup-Spiel mit deutscher Beteiligung. Schiedsrichter Gonella Italien. Und jetzt kommen sie, die Bayern. Immer wieder diese Schüsse, die Sowjets ansetzen aus der zweiten Reihe, in diesem Falle durch Konkov. Beckenbauer. Und alles wandert in die Hälfte von Dynamo.
Müller. Zum ersten Male durchgesetzt. Es war Weiß. Schwarzenbeck. Dann Müller gegen seinen Bewacher Reschko und Sepp Weiß. Sofort hingen wieder zwei Gegner an ihm. Rummenigge war weggeschoben worden von Sujew. Fritz Walter ist auch da. Viel Prominenz also auf der Stadiontribüne in München. Der kleinste Fehler führt bereits zum Ballverlust. Ein bisschen zu steil dieser Konteransatz, bei dem Konkow seinem Linksaußenblocking zur Hilfe kommen wollte. Franz Roth. Er kann Kraft, er kann vor allem Schüsse aus der Distanz zu diesem Spiel beisteuern. Blocking. 6 Angreifern. Troschkin war das. Taktisch äußerst diszipliniert Dynamo Kiew. Wieder Franz Roth. Vielleicht sollte Rummenigge den Raum bis zur Eckfahne ein wenig mehr ausnutzen. Das heißt also, wie ein Rechtsaußen sprinten. Doch das kostet natürlich sehr viel Kraft, zumal ja sofort der gegnerische Abwehrspieler dazukommt. Kapellmann. Ich muss mich korrigieren, da hat es ein Handspiel gegeben. Freistoß also für den FC Bayern. Franz Roth mit dem ersten Versuch. Kann er nach seiner langen Verletzung, nach der schweren Zerrung, die zweite Halbzeit gesund durchstehen. Und Rudakov bleibt bei seinem Stil. Slobodjan. Wieder Slobodjan. Jeder sowjetische Mittelfeldspieler ist bereit mitzukommen, wenn die Mannschaft den Ball führt. Günter Netzer und sein Trainer mitten im Bild hier, Miljan Miljanic.
voller Beifall für Franz Beckenbauer, aber Gerd Müller allzu sehr abgeschirmt. Die Sowjets kennen ihn ja aus den verschiedenen Länderspielen. Zur Eröffnung des Olympischen Stadions hat Gerd Müller hier gegen die Nationalmannschaft der Sowjetunion 4 Tore erzielt. Beim Europacup-Endspiel 1972, ein paar Monate später, noch einmal 2 gegen Rudakov. Und beim letzten Länderspielsieg beim 1:0 in Moskau war Müller wiederum der einzige Torschütze. Und Dynamo ist ja gleich sowjetische Nationalmannschaft. Rot. Ganz klar, was ihm Trainer Detmar Kramer gesagt hat, schießen aus der zweiten Reihe. Vielleicht hat er mal Glück. Er hat ja schon manches Europacup-Spiel, manches Bundesligaspiel mit seiner Kraft entschieden. Schwarzenbeck gefällt mir ausgezeichnet. Rot. Die Sowjets versuchen in der Nähe der Mittellinie schon den Bayern den Entwicklungsraum zu nehmen. Das macht das Spiel so schwer hier heute Abend. Rummenigge. Er drückt zu sehr nach innen, da ist kein Raum. Beckenbauer. Freistoß. Was die Bayern dringend brauchen, ist hier ein Tor, um das Spiel zu öffnen. 52 Minuten gespielt. Freistoß für den FC Bayern. Beckenbauer. Durch die Pfiffe nicht beirren. Das ist internationale Erfahrung. Für den FC Bayern. Die Freistöße häufen sich jetzt. Ein Zeichen für die Härte der Zweikämpfe. Kapellmann. Beckenbauer. Stoß gegen Rudo Hausmann. Lochin. Sucht immer wieder den Weg über Rummenigge.
also über rechts außen. Es ist schwierig, das Spiel auseinanderzuziehen, wenn 11 Gegner in der eigenen Hälfte stehen. Rot, Beckenbauer. Schwarzenbeck wird immer wieder fabelhaft fertig mit Oleg Blochin, der von seiner Weltklasse-Stärke hier nur Andeutungen hat geben können. Klaus Wunder drängt vom linken Flügel zu sehr nach innen. Wieder eine Riesenchance, die erste in der zweiten Halbzeit durch Oleg Blochin für Dynamo. So gefährlich ist die Mannschaft, wenn sie ihr Spiel entwickelt. Auf der Trainer, auf der Tribüne Frau Beckenbauer, neben dem Hausarzt rechts Dr. Köhn-Lechner, der Franz Beckenbauer in den letzten Tagen immer wieder mit Spezialsalben versucht hat, fit zu machen. Da ist er, Reizung an der Achillessehne. Und über Beckenbauer läuft das Spiel des FC Bayern immer wieder. Rummenigge. Jetzt geht er bis zur Auslinie. Da fehlte das letzte Fünkchen Kraft. Es wird hier auch deutlich, meine Damen und Herren, es gibt keine Ecke für den FC Bayern, sondern Abschlag vom Tor der Mannschaft von Wassily Lubanowski, dem 37-jährigen Nationaltrainer der Sowjetunion und dem Trainer der damit identischen Mannschaft von Dynamo Kiew. Es wird auch deutlich, dass die Sowjets, wie man so schön sagt, voll im Saft stehen, mitten in ihrer Saison sind, zwei Drittel der Spielzeit hinter sich haben, mit 10 Punkten Vorsprung, wie könnte es bei einer Nationalmannschaft anders sein, in der Tabelle führen, während der FC Bayern ganz jung in der Saison ist, 6 Bundesligaspieltage hinter sich hat. Ich bin gespannt, wie die Kräfte der Bayern hier reichen. Schließlich hat die deutsche Mannschaft das Spiel gemacht. Zobel, präzise zurückgeflankt, sehr schön.
Müller, Doppelpass. Da fehlte ein halber Meter, dann wäre Rainer Zobel angespielt gewesen. Dieses riskante Direktpassspiel der Bayern am Strafraum der Sowjets wäre ein Weg durch diesen Abwehrblock, denn es verwirrt ja zugleich. Lochin leicht angeschlagen durch Schwarzenbeck. Schwarzenbeck hat sich sofort entschuldigt. Troschkin. Und da ist er wieder, Lochin. Das war ein Weg zum Tor des Gegners. Steilpass Beckenbauer, direktes Abspiel von Horstmann und Wunders Schrägschuss. Detmar Kramer hat bisher noch keinen erfolgreichen Linksaußen Klaus Wunder gehabt. Seit Wunder in der Mannschaft von Detmar Kramer spielt, seit Anfang dieses Jahres, hat der Linksaußen, früher MSV Duisburg, noch kein Tor für den FC Bayern erzielt. Wieder Klaus Wunder, Franz Roth. Der Pellmann brasselt sich durch und Roth. Abgefälscht. Der Druck verstärkt sich. Die Bayern steigern das Tempo. Kapellmann. Roth. Müller macht ihm die Schussbahn frei, aber der bewachende Vorstopper Reschko fälschte den Ball ab. Dennoch gibt es nur einen Abstoß vom Tor der ukrainischen Mannschaft. Proteste von den Rängen. Mehr als eine Stunde gespielt im Supercup, immer noch 0:0. Tempo. Technisch sind alle sowjetischen Spieler perfekt. Wieder Beckenbauer. Jedes Mal ist Burjak bei ihm. Rainer Zobel. Diszipliniert diese Mannschaft aus der Ukraine. An Roth. Lochin gegen Schwarzenbeck. So schnell ist er. Nur ein Dynamo-Spieler folgt mit. Lochin darum allein. Tor. Da haben Sie die Weltklasse dieses Linksaußen gesehen. Oleg Lochin erzielt gegen drei Abwehrspieler des FC Bayern nach 65 Spielminuten das 1:0. Lochin, Torschützenkönig der Sowjetunion in den letzten drei Jahren, in den letzten beiden Jahren Fußballer des Jahres. Das, was Detmar Kramer befürchtet hat, ist jetzt in der 66. Minute eingetroffen. Dynamo führt 1:0. Nachdem der FC Bayern jetzt über eine Viertelstunde lang, ja man muss gerechterweise sagen, das ganze Spiel über versucht hat anzugreifen. Und der nächste Konter. Troschkin,
Wieder ist Blochin mit vorn. Schwarzenbeck bei ihm. Eckball für Dynamo Kiew. Auf diese Weise hat vor einem Jahr Eintracht Frankfurt im europäischen Pokalwettbewerb gegen Dynamo Kiew auch verloren. Durch schnelle Konter gegen Ende des Spiels. Trainer Weise von der Frankfurter Eintracht, mit dem ich gestern telefoniert habe, hat sehr gewarnt vor dieser Mannschaft. Zu Recht, wie wir hier erleben. Ecke Burjak. Sepp Maier nicht so sicher heute, sehr wenig beschäftigt allerdings, mit schwierigen Bällen zudem. Jetzt müssen sich die Bayern wieder sammeln. Offensive verlangt der Trainer Lubanowski. Defensive, Entschuldigung, zurück, winkt er alle Spieler. Ihm scheint das Tor zu reichen. Karte gegen den reklamierenden Franz Beckenbauer. Das ist sehr ärgerlich. Immer wenn er so lächelt, dann brennt es in ihm schrecklich. Freistoß für Dynamo Kiew. Sobel hatte Kolotow erwischt bei seinem Abwehrversuch. Burjak. Freistoß vom Tor von Sepp Maier. Nach meiner Meinung hat er den ausgeführt. Auf die Kunststoffbahn gefallen. Es gab eine gelbe Karte gegen Konkov. Wegen harten Spiels, zu harten Spiels. Wieder diese Antrittsschnelle und dabei ist Franz Roth der Gegenspieler von Troschkin, der schnellste des FC Bayern. Und das hat sich hier positiv ausgewirkt. Und Müller kommt jetzt mehr mit aus der Tiefe. Wunder. Rummenigge hatte Franz Beckenbauer gemeint. Wieder Spiel in einer Hälfte. Freistoß. Kapellmann revanchiert sich bedauerlicherweise. Er ist nun mal ein Hitzkopf. Es war ein ganz klares Foul des Dynamo-Spielers. Es war bereits gepfiffen.
Wieder der Torjäger, Blochin. Kiew spielt hier hervorragenden Fußball. Das darf gesagt werden. Hoffentlich lassen die Kräfte des FC Bayern jetzt nicht allzu sehr nach. Bei den Sowjets werden sie sicherlich nicht nachlassen. Jack. Pass, sehr schön. Beckenbauer bringt Tempo. Auf engstem Raum wieder Beckenbauer. Aber zählen Sie, wie viele weiße Hemden da hinten stehen. Das war drei Viertel der Mannschaft. Abwehr von Rudakov. Endlich ein gelungener Schuss aus der zweiten Reihe. Mit dem linken Fuß wie ein Hallenhandballtorwart beinahe. Minuten im Supercup. Müller. Doch einige Verwirrung in der Dynamo-Abwehr, wenn die Bayern so schnell, so direkt spielen. Pfiffe gegen Zujew, weil er den Ball weit in die Tribünen geschlagen hat, um Zeit zu gewinnen. Zeit zur Besinnung. Schwarzenbeck, einer der besten Bayern, weiß zuverlässig heute, und Beckenbauer. Kapellmann, oft am Ball, sehr flink. Versucht, den Gegner zu verwirren. Großes Laufpensum. Wunder von rechts. Gerd Müller völlig abgeschirmt. Beifall für Schwarzenbeck. Vom linken Flügel.
wunderbar, wie die Mannschaft aus der Defensive ihre Gegenstöße vorbereitet. Über Slobodjan. Dieses Spiel heute Abend als Standortbestimmung für sich, für ihre Leistungsstärke in dieser für sie noch so jungen Saison gegen diesen internationalen Brocken Dynamo Kiew, die sowjetische Nationalmannschaft, wird deutlich, was in Europas Spitze gefordert wird. Rot. Rummenigge. Sie an, er schreit sie an. Slobodjan, perfekt. Weg war das gegen Oleg Blochin. Sieht nach einem Tritt aus. Ja. Ein Tritt links unten in die Waden. Nervös, der junge Trainer, obgleich es doch 1:0 für ihn und seine Mannschaft steht. Aber bei Lubanowski liegt ja der Aufbau des sowjetischen Fußballs nach dem Krisenjahr 1974. Ein Jahr ohne Sieg der Nationalmannschaft, liegt jetzt das Vertrauen ganz bei ihm und bei Dynamo Kiew. Oleg Blochin zunächst vom Platze. Der Dynamo-Spieler hatte gegen Weiß gestoßen. Wieder Blochin. Ja.
sehr viel Mühe für Sepp Maier bei diesem Weitschuss von Slobodjan. Lochin, der Torschütze, in der 66. Minute zum einzigen Tor bisher. Der bisherige Spielverlauf gibt der sowjetischen Mannschaft recht zu dieser taktischen Marschroute, wenngleich sie natürlich nicht sehr publikumswirksam ist. Aber das ist man ja bei Auswärtsmannschaften gewöhnt in letzter Zeit. Weg. Doch im Tempospiel zu viel daneben bei den Bayern. Es scheint immer ein weißes Hemd mehr zu sein. Immer wieder nach innen, Karl-Heinz Rummenigge, noch nicht 20 Jahre alt. Zobel. Und der Kapitän marschiert. Werden immer wieder viele Zweikämpfe verloren. Rummenigge und Klaus Wunder. Gerd Müller hat sich verletzt bei diesem Versuch, den vom Torwart abprallenden Ball zu erwischen. Offensichtlich am linken Schienbein, und Detmar Kramer ist mit Venen, Rockschüssen besorgt unterwegs. Hier haben wir die Situation. Müller. Ja, er prallt gegen den Unterschenkel des sowjetischen Torwarts. Kommt rein, Müller wieder da. Clever, diese Mannschaft.
Dynamo hat in der sowjetischen Meisterschaft nur zweimal gewonnen. Verloren. Führt mit 10 Punkten Vorsprung. Rot. Drei Minuten im Olympiastadion zu München. Bewundernswert, mit welcher Energie der FC Bayern immer wieder versucht, diesen Block zu sprengen. Es steht nach wie vor 1:0 im Supercup für die Mannschaft aus Kiew, die identisch ist mit der sowjetischen Nationalmannschaft. Klaus Wunder. Beckenbauer, festgehalten, Vorteil. Müller, Doppelpassversuch. Und Freistoß für den FC Bayern. Wenn es kritisch wird, dann kommt unsauberes Spiel bei der sowjetischen Abwehr. Kurzer Uhrenvergleich. 3 Minuten exakt hier im Supercup-Spiel. Ausgleichschance für den FC Bayern jetzt durch diesen Freistoß aus 20 Metern Entfernung zum Tor von Dynamo Kiew. Bereitstehen Beckenbauer und Franz Roth. Angetäuscht Beckenbauer. Täuschungsmanöver. An der Mauer vorbei. Ein herrlicher Spannschlag. Glücklos. Das Konzept dieser perfekten Mannschaft, wollte ich sagen, scheint sich zu erfüllen. Aber da ist Gerd Müller, wie immer in den voranliegenden 89 Minuten, abgeblockt. Gerd Müller hatte mit den schwierigsten Stand heute in seiner Laufbahn. Man muss allerdings sagen, dass er in der Drehung nach seiner Verletzung, nach der Zerrung in der frühen Meisterschaft, noch nicht wieder so explosiv ist wie zu Anfang. Kopf behindert. Wir haben ein hochinteressantes Spiel gesehen im Olympiastadion heute Abend, meine Damen und Herren. Ich glaube, da stimmen Sie mit mir überein. Eine erstklassige Mannschaft aus Kiew, einen FC Bayern München, der immer wieder versucht hat, gegen die disziplinierten Sowjets mit Alleingängen wie Roth, mit Pokerspiele im Mittelfeld, mit Angriffsvorbereitung in Ruhe durch diese Abwehr zu kommen und der immer wieder aufmerksam den Kontern sich entgegenstemmte. Bis auf einmal, ein einziges Mal, hatte sich Oleg Bloching durchzusetzen gewusst. Und da hat der Rekordschütze der Sowjetunion das 1:0 erzielt. Die letzten Sekunden. Die reguläre Spielzeit ist zu Ende. Das Ende, der Torschütze noch einmal ein Ball durch ein Tor. Wurde eine gelbe Karte, das ist ein Problem für die Borussia, denn der Kapitän von Bückelberg soll auch heute gegen den fallschnellen Bloching spielen. Torentfernung gut 25 Meter, Bonhoff ganz rechts am Bildrand, er kann direkt schießen. Das ist Heidenreich, ein Mann, von dem man weiß, dass er nicht sehr schnell ist, aber er kann sich am Ball sehr gut behaupten. In Turin vor einigen Monaten beim 2:1-Sieg im Europacup, ein gutes Spiel von ihm.
Lochin versucht sich vorne im Sturmzentrum freizulaufen. Das ist Konkov, der Kapitän. Reschko, Troschkin. Flanke auf Lochin. Kneip. Stielicke, Simonsen.